beider Mannschaften. Mein Kollege Gerd Gottlob hat sich einmal verabredet mit zwei Haudegen ehemaliger Tage, sowohl vom FC St. Pauli, Walter Frosch, als auch des HSV, Peter Nogli, und hat mit diesen beiden über die Duelle vergangener Tage geplaudert und über die Vereine von heute. Der Hamburger Fußball schwebt auf einer Wolke der Glückseligkeit. Nicht nur wegen vergangener Taten, sondern vor allem in freudiger Erwartung auf den nächsten Freitag. Endlich, endlich, 4,5 Jahre nach dem letzten Aufeinandertreffen gibt es wieder ein Lokalderby in der Stadt. Ortstermin mit zwei echten Experten. Walter Frosch, 45 Jahre, Gelbkönig von St. Pauli, und Peter Nogli, 48, die Eiche vom HSV. Und während am Millerntor der Müll vom Vorabend gekehrt wird, haben die beiden schon ausgemacht, wie die Saison zu laufen hat. Müssen wir sich absprechen, müssen wir mit Felix nochmal sprechen. Und mit Maslow, jeweils 3 Punkte. Da bleibt St. Pauli drin, HSV macht UEFA Cup Platz, genau. Und da sind sie in Hamburg das alle zufrieden. Dann werden sie alle zufrieden. Ja. Und natürlich die Zuschauer auch, wenn sie ein gutes Spiel sehen, 3-3 oder so, ist natürlich toll. Walter Frosch, trotz seiner Pfälzer Herkunft, ein echter St. Paulianer. Eine Frohnatur mit losem Mundwerk, der auch nach dem Zwangsabstieg dem Verein die Treue hielt. Weitaus erfolgreicher Peter Nogli, der größte Triumph 77, Europapokalsieger durch das 2:0 gegen Anderlecht. 11 Jahre spielte Nogli für die Rothosen sogar noch mit Uwe Seeler zusammen. Kuno Klötzer machte ihn dann zum Kapitän. Der Nogli war sportlich und menschlich tugendhaft und tadellos. Die Krönung der Karriere, Angeln mit Horst Rubesch. Die Vorherrschaft in der Stadt bei den Lokalderbys hatte meist der Hamburger SV inne. Und gerade deshalb waren die Duelle HSV St. Pauli so stimmungsvoll. Heute wie gestern. Eine Zeit lang gab es sogar immer Neujahr ein Freundschaftsspiel zwischen den beiden Clubs. Immer jedenfalls gab es hinterher tolle Geschichten zu erzählen. Ob nun wie hier beim 2:0 des HSV 1957 oder auch 20 Jahre später. 1977 nämlich trafen Walter Frosch und Peter Nogli hier im Volksparkstadion direkt aufeinander. Das erste Bundesliga-Derby überhaupt. Und Peter Nogli, so meldete eine Zeitung fälschlich, hatte zuvor ein 8:0 getippt. Es kam anders. St. Pauli gewann, Gerber traf zum 1:0. Und deswegen, dieser Tipp, der hatte mir immer unheimlich nachgedacht. Ja, das stimmt, weil du bald eine Zeitung gestanden hast. Ja. 7 oder 8 Stück. Da waren natürlich alle ganz begeistert, wie viele Zeitung gestanden hat. Guck mal, hier Nogli, Nationalspieler. Ja. Kannst du dir vorstellen, wir gewinnen hoch. Also, ich brauche der Trainer gar nicht mehr zu sagen. Wir kriegen 7 oder 8 Stück, dann gewinnen wir hier 2:0. Und so hieß es am Ende tatsächlich. 2:0 durch ein Tor von Wolfgang Kulka. St. Paulis bislang einziger Bundesliga-Sieg gegen den HSV. Wir haben damals nicht nur einen Tag eingetrunken, wir haben 8 Tage eingesoffen, glaube ich. Gab es denn da eine Extraprämie? Wir haben oft Extraprämie versprochen bekommen, nur ausbezahlt worden ist er nie. Das war bei St. Pauli alles ein bisschen anders. Überhaupt war damals vieles anders. Die Stürmer nicht so wehleidig, die Schiris nicht so streng. Verteidiger unter sich. Da habe ich bei jedem Spiel eine Gelbe bekommen, ja, in der Serie. Da konnten wir uns die Hand geben. Da weiß ich gar nicht. Da habe ich keine. Gar nichts. Denn zu dem Zeitpunkt war es ja mit gelben Karten auch noch nicht so dramatisch. Nee, logisch. Da konntest, ja, doch, du konntest so viel heute, kriegen. Heute kannst du ja gar nicht mehr erlauben. Die, nee, werden ja am Lauf in der Wand, bist ja, da spielst du ja gar nicht mehr. Und vor allen Dingen kannst du nicht mehr so spielen, wenn du heute ja von hinten einmal reinhaust, dann bist du ja gleich gelb-rot, bist ja gleich gesperrt. Das geht ja alles gar nicht mehr. Und früher konntest du auch mal 3 umfegen. Ende der 70er Jahre wurde die Distanz zwischen den Clubs größer denn je. Der HSV erzielte die größten Erfolge der Vereinsgeschichte. St. Pauli fristete ein trauriges Oberliga- und Zweitliga-Dasein bis ein gewisser Helmut Schulte 1988 den FC St. Pauli ins Fußball-Oberhaus brachte und die Kiezkicker erstmals seit dem Zwangsabstieg wieder Selbstvertrauen fanden. Zu der Zeit hatten Walter Frosch und Peter Nogli ihre Karrieren längst beendet. Peter Nogli machte den Trainerschein und Walter Frosch wurde Gastronom. Führt jetzt ein Restaurant, in dem man auch ein fein gezapftes trinken kann. Treffpunkt für Fußballer vom Kreis bis zum Bundesligisten. Die Derbys fanden nun jedenfalls ohne sie statt und dennoch mit unverminderter Spannung.
1988 ein fürchterliches Spiel, aber tolle Tore. Erst Manfred Kals, der schon vor 10 Jahren dabei war, zum 1:0. Und kurz vor Schluss Jan Kocian mit dem 1:1. Helmut Schulte konnte das Stadion hoch erhobenen Hauptes verlassen, während seinem Freund und vormaligen Chef bei St. Pauli, Willi Reimann, der Gram ins Gesicht geschrieben stand. Eins der spannendsten Derbys 1989. 1:0 durch Sonny Wenzel, wohl eins der spektakulärsten Tore in der Derby-Geschichte. Doch der HSV schlug zurück, Thomas von Heesen mit dem Ausgleich. Und noch vor der Pause das 2:1 durch den Polen Jan Furtok. Am Millerntor hatte mittlerweile Heinz Weisener die Vereinsgeschäfte in die Hand genommen. Der Hanseat, der den Verein mehrmals vor dem Lizenzentzug rettete. Bei St. Pauli ist ja so, dass jetzt Weisner das alles macht. Ich meine, das ist ein Glücksfall für St. Pauli, dass der von seinem Privatvermögen so viel Geld gegeben hat, dass er überhaupt so viel Geld hat und das machen konnte. Das ist mal das Erste. Trotzdem, für die unrühmliche Ära Wohlers Liedtke war vor allem Weisener verantwortlich. Der sportliche Niedergang 1991 dokumentiert durch das 0:5 gegen den HSV, bei dem mittlerweile ein gewisser Thomas Doll für Furore sorgte. Und ein gewisser Nando, der seine brasilianische Herkunft allerdings nur allzu selten fußballerisch untermauerte. Das 5:0 durch Harald Spörl, der HSV spielerisch eine Klasse besser als die Männer vom Millerntor. Doch auch der HSV nahm sich seine Krise, feuerte seither 3 Trainer, 2 Manager und verbrauchte 3 Präsidenten. Zuletzt Ronald Wolf. Das waren doch alles Galgenvögel, die da oben dran waren. Die konnten für mich gar nichts. Die können doch nicht mal Amateurvereine führen. Das war doch nur überfällig, dass die abgelöst worden sind. Und dann wollen sie noch auf ihren Stühlen sitzen bleiben. Die kannst du alle verbraten. Mit denen kannst du gar nichts gewinnen. Mit denen. Und deswegen war es auch Zeit, das war richtig, dass die alle weg sind, neue Leute her. Und das sind sie, die neuen Leute. Allen voran HSV-Idol Uwe Seeler, der gar nicht immer so lieb ist, wie man denkt. Er kann ganz schön brutal hart sein. Also wenn es darum geht, um Erfolg zu haben und so weiter, da wird er schon sich durchsetzen und wird er auch was erwarten und fordern. Also ganz, ganz knallhart. Auf der anderen Seite ist er auch ein unheimlich guter Kumpel. Ich sage jetzt nicht mal, Uwe ist der entscheidende Mann, sondern Felix ist der entscheidende Mann. Erstmal haben sie Ruhe reingemacht, die haben jetzt gewonnen. Wenn man gewinnt, ist immer ein bisschen ruhiger. Aber der hat jetzt das Entscheidende gemacht, dass beim HSV wieder das im normalen Schienen läuft. Felix Magath, seit 6 Spielen Chef von Platz 17 auf Platz 5. Kometenhaft. Und Uli Maslow, der Wüstenfuchs, der Taktierer. Ihre beiden Mannschaften sollen Freitag im Volksparkstadion ein Fußballfest zelebrieren. Nicht ganz unwesentlich, vor allem für die Fans, das Ergebnis. Die Bundesliga-Bilanz spricht deutlich für den HSV. In 8 Begegnungen siegte der HSV 4-mal, 3-mal gab es einen Unentschieden, nur 1-mal gewann St. Pauli. Meinungen. Also das Derby hat mit Ehre überhaupt nichts zu tun, das ist völliger Quatsch. Das ist ein Auswärtsspiel für uns und da haben wir es sowieso einfacher. Das ist ein Derby, das ist ja halt das Besondere. Da ist der HSV, sind die Rothosen, die Großen und St. Pauli sind die Kleinen. Und wir haben keine Angst und wir wollen auch nächsten Freitag gewinnen. Na, für mich ist schon was Besonderes, denn für mich ist das erste Spiel gegen St. Pauli in der Bundesliga. Wir wollen am kommenden Freitag einen schönen Fußball sehen und der Bessere soll dann als Sieger vorgehen. Oh nee. Also wir gegen den HSV, das ist kein normales Spiel. Also das können wir nicht so sehen. Die Bedingungen also optimal. Die Trainer ehrgeizig, die Fans aufgekratzt, die Spieler schon jetzt nervös. Und diese beiden Herren hatten ja eh schon geklärt, wie es zu laufen hat. Einen Sieg für jeden, der HSV kommt in den UEFA Cup, St. Pauli steigt nicht ab und alle sind zufrieden.